Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil Survivor 2 Code Veronica. Das Resident Evil Spiel mit dem längsten Namen und dem schlechtesten Gameplay. Wir spielen jetzt den Dungeon-Modus mal, den Underground, die zweite Map mit Steve. Und gucken mal. Lassen wir es einfach mal auf uns zukommen. Es ist mir irgendwie auch alles wurscht jetzt. I don't care anymore. Manchmal verstehe ich halt echt Sachen nicht. So Game-Design-technisch, ne? Manchmal verstehe ich nicht, warum die den Dungeon-Modus so gemacht haben, wie sie ihn hier gemacht haben. Weil ich habe das Gefühl, mit ein paar leichten Tweaks hätte das vielleicht sogar ein Modus werden können, der tatsächlich irgendwie mehr Spaß macht. Ich meine, aus heutiger Sicht, ne? Aber das kann man jetzt wiederum von dem Spiel von 2002 nicht erwarten. Aber aus heutiger, moderner Sicht würde ich jetzt zum Beispiel sagen, macht ein Roguelike draus. Stellt euch mal vor, ein Resident Evil Roguelike Dungeon Crawler. Mit sehr viel zufällig generiertem Zeugs und man weiß immer nicht, welche Gegner trifft man, welche Waffen kriegt man. Man muss seine Strategie anpassen, weil man hat nicht immer die passende Bewaffnung für die Gegner dabei, die man so findet, ne? Das könnte interessant sein, ja. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber so ein auf Zeit arcade-mäßig irgendwie Punkte sammeln, das finde ich mega weird. Aber habe ich ja in den letzten 5 Folgen quasi ununterbrochen schon gesagt, ne? haben wir jetzt auch mal durch, das Thema. Ich höre auf damit. Reden wir über was anderes. Reden wir drüber, wie die Zombies einfach aus nächster Nähe 2 Schuss mit der Schrotflinte überleben. Es ist eine Unverschämtheit. Irgendwo hört der Spaß auch auf. Critical! So, war's das jetzt? Ja, Ende. Nee, ich höre noch was. Bin ich das? Sind das meine Fußspuren? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob wir noch ein Gegner waren. Ob wir uns die ganze Zeit umkreist haben gegenseitig. Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe einfach. Ich habe das Gefühl, hier jetzt gerade ist die Munition ein bisschen knapper. Oh, ach so, aha. Das kann ich brauchen. Tada! Das ist schon besser. Ich habe mir tatsächlich mal, als die Switch relativ neu war und ich noch quasi halt für meine neue Konsole spielen wollte, habe ich so ein bisschen den Switch Online Shop durchsucht und da gab es auch einen relativ skurrilen Retro Resident Evil Klon, möchte ich behaupten, der aber eben so eine Roguelike-Idee verfolgt hat. Also der genau das war, so ein bisschen zufällig generierter Content, man musste von A nach B kommen in einer gewissen Zeit. Leider war das Spiel echt scheiße, ne? Aber vom Prinzip her, das ist gut, da hätte ich immer noch Bock drauf. Binding of Isaac ist halt immer noch der König der RPGs, sage ich schon, der Roguelikes, finde ich. Ich meine, für das Spiel wurde ja auch Jahrhunderte Content gemacht, ne? Kein Wunder. Aber Abwechslung und Synergien ist einfach A und O in Roguelikes. Du spielst 100-mal das Gleiche und deswegen muss sich das unterscheiden. Jeder Run muss sich anders anfühlen. Es muss neue Geheimnisse geben. Immer wenn du glaubst, jetzt hast du aber wirklich alles gesehen, muss das Spiel wieder was komplett Überraschendes machen. Ne, das ist so
meine Idealvorstellung von einem guten Roguelike. Immer wenn du glaubst, jetzt hast du alle guten Kombinationen gesehen, jetzt hast du alle Level gesehen, passiert was, wo du denkst, holy shit, was zur Hölle ist denn jetzt los? Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist cool. Und dann eben interessante neue Synergien, ne? Also die Items, es muss nicht nur viele unterschiedliche Items geben, sondern die Items müssen auch miteinander harmonieren und sich gegenseitig beeinflussen. Die Eskalationsspirale muss nach oben relativ offen sein. Also das heißt, du kannst in manchen Runs unendlich mächtig werden. Unendlich mächtig. So, dass du quasi nicht mehr scheitern kannst. Aber dann muss das Spiel klug designt sein, dass du nicht, wenn du einmal unglaublich mächtig bist und es einfach durchspielen kannst, quasi alles gesehen hast, ne? Das macht dem Binding of Isaac auch gut. Mit einmal durchspielen und mit zehnmal durchspielen ist es bei weitem noch nicht durchgespielt. Das ist klug. Weil andere Roguelikes haben da Probleme damit. Die wissen nicht, wie die damit umgehen sollen. Die versuchen dann, dass man nicht zu mächtig werden kann, weil sonst könnte man ja in einem Run einfach alles komplett durchspielen und dann wäre es langweilig. Deswegen versuchen die, die Macht zu begrenzen. Und deswegen sind die Synergien nicht so gut. Und Binding of Isaac macht das halt einfach wirklich so, dass es sein kann, dass du Items kriegst, mit denen du absolut wirklich literarisch unsterblich bist. Und einfach, du betrittst einen Raum und alles ist tot. Und das passiert ultra selten. Du brauchst da schon die wirklich exakt perfekt passende Kombination an Items. Und die kriegst du nicht einfach so. Aber wenn, dann sagt das Spiel, cool, jetzt rock durch und hau den letzten Endboss mit einem Schuss weg. Ist fein für uns. Ist erlaubt. Diese ab und zu Übermacht. Ach, was ist denn mit der Lampe? Die erlaubt einem das Spiel. Das ist ziemlich clever und sehr motivierend. Binding of Isaac ist toll. Kann ich euch immer noch sehr empfehlen. Und ansonsten, wenn ihr auch so Deckbuilding-Spiele mögt, ist auch Slay the Spire und Monster Train sind auch sehr gute Roguelikes. Monster Train kann man auch ewig spielen. Kann man ewig Spaß damit haben. Kann ich auch sehr empfehlen. Monster Train ist Insane in the Membrane. Bin ich jetzt zufällig wieder ganz zurück an den Anfang gelaufen? Nice. Gut. Gut. Ich versuche jetzt einfach mal. Warte mal, in welche Himmelsrichtung gucken wir denn jetzt? Wir gucken jetzt Richtung Osten. Dann versuche ich jetzt immer so östlich, möglichst östlich zu gehen. Damit wir uns vom Anfang entfernen. Immerhin der Kompass, den haben wir ja, ne? Ja, das hier in dem Modus Gegner respawnen, finde ich aber ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen lame. Auch wieder eine von vielen Designentscheidungen, die ich nicht nachvollziehen kann und die ich nicht getroffen hätte. Weil gerade in so einem Labyrinth wäre es halt sehr sinnvoll, dass man anhand der fehlenden oder vorhandenen Gegner rausfinden kann, ob man irgendwo schon war oder nicht. Ob man einen Raum schon abgegrast hat, quasi. Vor allem, wenn Munition begrenzt ist und so weiter, ne? Nee, finde ich keine gute Entscheidung. Respawnende Gegner in Spielen mit begrenzten Ressourcen finde ich immer ganz schlecht. Kriegt von mir eine Rüge, das Spiel. Es gibt so Abzweigungen im Game Design. Es gibt so Entscheidungen, die man treffen muss. Es gibt so Entscheidungen, wie willst du den Spieler dazu bringen, dass er motiviert bleibt? Wie willst du ihn belohnen? Wie willst du ihn bestrafen? Wie willst du Druck erzeugen? Wie willst du Spannung erzeugen? Etc. etc. Ne? Und ich habe das Gefühl, dieses Spiel hier ist bei allen Abzweigungen falsch abgebogen. Das ist leider das Problem. Für mich ist es eben, meiner Meinung nach ist es einfach wirklich komplett immer. Immer wenn so eine Entscheidung zu treffen ist, schieße ich Raketen auf. Oh Gott. Ist das Spiel falsch abgebogen. Jetzt hat es halt einfach, weil die Pistole leer wurde, hat es mir automatisch auf den Raketenwerfer gewechselt. Natürlich, weil das ist ja logisch. Und hat die Rakete auf die Fledermaus geschossen. Wie oft ich in dem Spiel schon Raketen versehentlich auf Fledermäuse geschossen habe. Zweimal erst. Aber ich finde, das reicht. Kommt jetzt wirklich der Wurm als Boss? Das finde ich interessant.
Fallen Steine vom Himmel? Ich kann nicht durch die Tür. Aha! Der Galbwurm. Oder der heißt schon Galbwurm. Ich bringe auch hier vom Namen her immer, weil sie sich so ähnlich sind, den Resident Evil 3 und den Code Veronica Wurm ein bisschen durcheinander. Deswegen weiß ich immer nicht, wer jetzt der Galbwurm ist und wie der andere gleich nochmal heißt. Ich denke, das ist der Galbwurm, aber ich kann es nicht versprechen. Hätte ich jetzt gern... Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt irgendwie sowas wie einen Raketenwerfer. Das wäre gut, oder? Ich befürchte, wir werden gegessen, Steve. Guten Appetit. Mahlzeit. Game over. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es war mir schon egal, wer. Hauptsache, irgendeiner von uns beiden stirbt. Ich nicht mehr. Es war mir egal, wer. Okay. Keine Ahnung. Da machen wir jetzt 100-mal den Arcade-Modus. Hurra. Ich schätze mal, wir müssen jetzt ernsthaft wirklich einfach 2 Stunden lang den Arcade-Modus spielen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Können wir einfach... Jetzt wartet mal, ich habe einen Plan. Vielleicht. Wie viel Zeit? Wie ist denn der Timer im ersten Level? Drei Minuten, Leute. Das heißt, das erste Level haben wir dann quasi, wenn wir zweimal spielen, 6 Minuten, also 20. 20 Mal. Theoretisch müssten wir nur 20 Mal das erste Level starten, die Zeit ablaufen lassen und uns von Nemesis töten lassen. Und dann starten wir erneut. Das wiederholen wir 20 Mal und dann haben wir 2 Stunden gespielt und haben 6 Continues. Und mit 6 Continues macht Sinn, finde ich zumindest, dass wir ernsthaft nochmal spielen. Weil so aktuell, finde ich, macht es keinen Sinn. Also ich schaff's halt nicht. Ich schaff's halt unmöglich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll, dass man das Spiel mit 3 Continues durchspielt. Da muss man sich halt echt ein bisschen reinknien und grinden und perfektionieren und seine Routen optimieren und so weiter und so fort. Alles Sachen, für die ich nicht gemacht bin. Das Spiel will im Grunde gespeedrunnt werden. Und nur wenn man zu lange braucht, dann sagt es zu einem... Das finde ich auch ein weirdes Unlocking-System, ne? Irgendwie auch witzig, aber dass das Spiel quasi sagt so, hey, du bist zu schlecht, deswegen geben wir dir jetzt extra Leben. Man kann sich die nicht wirklich ergrinden oder erspielen. Es ist nicht so, dass das Spiel sagt, oh, du hast es bis hierher geschafft, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Continue als Belohnung bekommen für den nächsten Run, ne? Oder irgendwie sowas. Sondern das Spiel belohnt dich dafür, dass du schlecht bist. Ja, also das Spiel hat eher Mitleid. Das belohnt einen nicht, das ist so... Ah, oh, komm, hier hast du nochmal 3 Continues. Du Trottel. Aber ich will sie jetzt. Ich will meine 3 Trottel-Continues. Ich brauche meine 3 Trottel-Continues. Brennt der Hunter zufällig oder hat der nur sehr stylische Haare? Wow. Ich würde mich ja gern mal, jetzt wisst ihr was, jetzt spielen wir noch einmal irgendwie ernsthaft ein bisschen weiter und sowas. Ehrlich gesagt versuche ich es jetzt nicht ernsthaft gerade, ne? Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich baller mich hier relativ doof durch, weil im Grunde will ich nur die Zeit totschlagen. Aber beim nächsten Mal, glaube ich, lasse ich mich mal absichtlich von Nemesis töten. Ich will mal sehen, ob es dafür irgendwie eine eigene Animation gibt oder irgendwas. Weil der Galbwurm dürfte mich gerade wirklich essen, ne? Schon cool eigentlich. Der hat tatsächlich eine Mammut-Animation bekommen. Die KI ist toll, oder? Die KI ist auch sehr gut. Tada! Riesenspinne tot. Oh, Rang B. Wie bester Rang. Cool.
Gut. Dann geht's weiter in, ich kann es nicht lesen, Official Residence oder so heißt das, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass Speedrunner das Spiel mögen. Das ist, glaube ich, wirklich eher so ein Spiel für Menschen mit einer Speedrun-Mentalität. Weil ich habe mir gerade gedacht, wenn wenigstens der Schlüssel in jedem Run woanders wäre und man würde vielleicht nicht wissen, wo er ist, ne? Und alle Waffenpositionierungen und Gegnerpositionierungen werden durchgewürfelt, würde mir gleich wesentlich mehr Spaß machen, das Ganze. Finde ich gleich wesentlich interessanter. Aber ich glaube, jemand, der Speedruns mag, würde sagen, RNG, Aber so ist das halt. Menschen sind voll unterschiedlich. Das ist manchmal das Problem, aber manchmal auch das Schöne. Mist. Sag mal, hält zufällig Steve mehr aus als Claire? Ich habe das Gefühl, die Zombie-Bisse haben mir jetzt gerade wirklich nur sehr wenig Lebensenergie abgezogen. Claire ist tot. Immer noch, ich komme nicht über den Fakt hinweg, dass einfach Nemesis in Code Veronica kommt. Es ist so random. Warum kommt nicht gleich Lady Dimitrescu oder so? Ich finde, die sollten noch mal ein Update für Survivor 2 bringen. Das neben Nemesis auch random Lady Dimitrescu erscheinen kann und andere Monster. Mr. X und so, alle. Finde ich gut. Claire, geh zur Seite. Wir gehen jetzt zum Endboss. Das nenne ich Teamwork, Claire. Sehr gut. So, jetzt kommt die dritte Mission. Die schon fast ein bisschen... Ich finde die ersten eigentlich noch ganz chillig. Abgesehen von dem einen Raum mit den 50 nackten Zombies, wo immer sofort umzingelt ist. Das finde ich sehr gemein. Aber hier jetzt die dritte Mission, die ist stressig irgendwie. Die Map ist da schon sehr groß und man muss zwei Schlüssel holen und dann sieht man die Karte nicht ganz. Das war ehrlich gesagt beim ersten Mal spielen voll Glück, dass ich einfach gleich richtig gelaufen bin. Hätte genauso gut nach hinten losgehen können. Aber auf jeden Fall habe ich mir gerade gedacht, die zweite Mission dauert 5 Minuten. Da habe ich einen 5-Minuten-Timer. Das heißt, wenn ich die erste Mission fertig spiele, innerhalb von 3 Minuten, und dann in der zweiten Mission die Zeit ablaufen lasse, bis Nemesis kommt, dann schaffe ich pro Playthrough 8 Minuten, und dann brauchen wir nicht mal, weiß ich nicht, 9 Playthroughs oder so. Keine Ahnung, ungefähr. Oder 8. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre das vielleicht eine Möglichkeit, wie wir... Weißt du, das mache ich dann, weil irgendwie... Weiß ich nicht, ob das so super spannend ist, dass ich jetzt 100 Let's Plays mache mit dem Arcade-Modus, der einfach nicht zu Ende geht. Vielleicht grinde ich mal so zwischen den Folgen einfach mal ein Stündchen und dann gucken wir weiter. Ist vielleicht für alle Beteiligten das Beste. Dann kann ich nebenbei irgendwie einen Podcast hören oder so. So wie zum Beispiel Coffee Cake and Games. Den Landsquid Bird Rider Co-Podcast.
den ich euch sehr empfehlen kann. Wir haben da wirklich ein paar coole Formate und ein paar sehr coole Folgen. Oh. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan der Resident Evil 4 Dive Into Folgen, in dem wir quasi wirklich Resident Evil 4 also Kapitel für Kapitel, stundenlang, mittlerweile reden wir, glaube ich, länger über das Spiel, als das Spiel lang ist, analysieren wir da wirklich Szene für Szene, Kapitel für Kapitel, vergleichen es mit dem Original, reden über unsere eigenen Erlebnisse und wie schwer oder wie cool oder wie lame wir einzelne Kapitel fanden und was man da so entdeckt hat, und ist eine sehr, sehr coole Reihe. Da könnt ihr, falls ihr es noch nicht gehört habt, die erste Folge auf Coffee Cake and Games auf dem YouTube-Kanal oder auch auf Spotify oder ne, überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr die erste kostenlos nachhören. Und weil das halt wirklich ein mega aufwendiges und cooles Projekt ist, gibt es alle anderen Folgen dann hinter der Paywall auf Steady für 5 Euro im Monat. Theoretisch, wenn ihr schnell seid, ne, ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dran, wenn ihr mich fragt, könnt ihr euch einfach mal für 5 Euro einen Monat zulegen. Ist ein cooler Support für uns. Ihr hört euch alle Folgen an und dann seid ihr halt wieder raus und kommt vielleicht wieder, wenn wir ein paar neue coole Reihen gemacht haben. Ihr müsst da nicht monatelang drin bleiben, vor allem wenn ihr es euch nicht leisten könnt, natürlich. Das sehe ich nicht so eng. Aber ja. Es ist wirklich so. Ich habe gerade überlegt, wir haben, glaube ich, wirklich schon länger über das Spiel geredet, als es lang ist. Und wir sind noch nicht aus dem Schloss raus. Wir haben, glaube ich, über das erste Kapitel mindestens 2 oder 3 Stunden gesprochen, weil wir da wirklich Szene für Szene analysiert haben. Und über alle nachfolgenden Kapitel immer so eine Stunde, glaube ich, jeweils. So ungefähr. Ist schon ganz schön was zusammengekommen. Cooler Scheiß. Ne, da reden wir viel über die Gegner, die man da trifft, über die Lore und so weiter, der einzelnen Kapitel und so. Das ist eine sehr coole Reihe. Und Michael macht ohne mich eine ähnliche Reihe zu Silent Hill. Silent Hill 2, wo Szene für Szene analysiert und interpretiert wird. Da steckt ja sehr viel Interpretationsspielraum drin. Auch eine sehr spannende und sehr cooles Format, das ich auch sehr empfehlen kann. Auch da ist die erste Folge Free for All verfügbar, wenn euch das interessiert. Evacuate immediately. Biohazard contamination detected. Ich gehe ja schon. Warum nicht Level N für Nemesis? Will das Spiel, vielleicht will uns das Spiel auch einfach, es passt halt von der Lore her alles nicht, ne? Und das wird auch am Ende erklärt. Ich will es nicht vorwegnehmen, aber das wird alles erklärt, warum das so ist, wie es ist, das Spiel. Aber bin ich jetzt tot? Oh. Das ist ja lame. Aber was wollte ich sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen will. Das Spiel ist seltsam und weird und blöd. Ja, ich glaube, das Submachine Gun ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich hätte die Pumpgun behalten sollen, da hätten wir noch am meisten Munition gehabt. Aber andererseits, nee, macht schon Sinn. Alles gut. Okay. Ich habe trotzdem vergessen, was ich sagen wollte. Ist auch wurscht. Nosferatu, let's go. Ich habe kurz schon wieder die Steuerung vergessen. Okay. Ist einfach so ein gemeiner Bosskampf, ne? Als ob Nosferatu nicht schlimm genug wäre, hat er die Bandersnatches dabei. Und die sind eigentlich das Hauptproblem, ehrlich gesagt. Wenn die Bandersnatches weg sind, halb so wild eigentlich der Gegner. Deswegen haben die wahrscheinlich reingeparkt, noch die zwei. Die haben wahrscheinlich selber gemerkt, dass der Nosferatu zu leicht ist, wenn man mal rausgefunden hat, wie er geht. Gerade, ne, man darf ja nicht vergessen, eben die Arcade-Vergangenheit des Spiels.
Da will man natürlich, dass man möglichst viel Münzen in den Automaten wirft. Da kann natürlich so ein Boss nicht zu leicht sein. Aber ja, nee. Das meine ich aber wieder, ne? Das ist wieder ein so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, offensichtlich hatten die einfach zu wenig Zeit oder zu wenig Geld oder zu wenig Bock, das Spiel zu machen. Weil anstatt, dass sie dann den Boss töten, weil sie merken, der ist zu einfach beim Playtesten oder so, stellen sie zwei Bandersnatch rein. Das ist einfach so eine lazy Lösung, ne? Das ist so das Einfachste. Keine Zeit, den Boss zu überarbeiten. Da parken wir halt noch zwei Standardgegner rein. Komm, YOLO, scheiß drauf. Einer hätte es auch getan. So, jetzt kommt wieder der Stage, in dem wir immer scheitern. Stage 4. Die Jagd von Nemesis. Was echt gemein ist. Was wirklich gemein ist. Es ist ein mega langer Weg. Überall versperren uns Monster den Weg, während Nemesis direkt hinter uns klebt. Übel. Fire! Nemesis is coming! Ach Gott, oh Gott. Habe ich eigentlich noch ein Continue, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon komplett durch sind mit Continues oder ob ich eins noch habe. Eins wird uns auch nicht reichen, weil ich bin quasi schon tot, ne? Jetzt kommen auch noch zwei Hunter. Den kommen wir auch nicht so leicht vorbei. Trotz Critical Hit hat uns der zweite noch erwischt, der Arsch. Jetzt kommt die beiden großen Gift-Hunter. Meint ihr, das Entwicklungsteam hat einfach Claire und Jill verwechselt und hat sich gedacht, deswegen bauen wir Nemesis ein? Ich kann es mittlerweile, könnte ich es verstehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile hat sich vor allem Jill in der Reihe so stark und so oft verändert, ich erkenne die auch nicht mehr wieder. Ich habe auch immer wieder, wirklich, es gibt so... Ja, wir haben noch ein Continuum. Nice. Let's go. Es gibt immer wieder so Momente, wo ich mir denke, so, ach so, genau, das ist ja auch Jill. Weil die halt einfach vom ersten Teil über Resident Evil 5 bis hin zum dritten Remake so eine Wandlung durchmacht. Es fällt mir immer wieder schwer zu begreifen, dass das dieselben Figuren sind. Versteht ihr, was ich meine? Bei Jill ganz besonders. Bei Jill noch mehr als bei allen anderen. Könnte man ja meinen, dass das auch bei Chris so wäre, aber das geht irgendwie, keine Ahnung. Aber bei Jill ist es für mich immer wieder so kurz so, ach ja, genau, stimmt. Gleiche Figur. Weil die einfach nichts mehr miteinander zu tun haben, die Chills. Einfach laufen, komm, let's go. Naja, so weit sind wir immerhin noch nie gekommen, aber jetzt ist dann, glaube ich, leider Feierabend. Aber es ist schon krass. Oh, eine Cutscene. Ich glaub's ja nicht. Kämpft jetzt Alexia gegen ihn Nemesis? Das wäre auch gut. You worthless worms. You will need this key to get away, but are you sure you can get it from here? Okay. Ist das jetzt nochmal so ein Boss-Rush-Stage hier?
Nein, ich finde, ich habe mich sehr gut gehalten. Naja, Ende. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2 und Resident Evil Survivor 2 hat 17. Also bevor man es dann mal durchspielt. Naja, wieder ein paar Minuten auf die Uhr, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe, brauchen wir nur noch ein bisschen Grind, bis wir extra Continues freischalten. Im Hintergrund ist sogar der Code Veronica Nemesis. Vielleicht der letzte Endboss, ne? Haben wir nur noch nicht gesehen, kann schon sein, aber. Ja, Leute, Schluss für heute. Und ich denke. Ich werde jetzt wirklich, bis zur nächsten Folge wenigstens mal ein bisschen grinden, ne? Grinden wir ein bisschen. Das müssen wir nicht im Let's Play machen. Wenn es jetzt ein Stream wäre, wäre es was anderes, dann müsstet ihr mit mir leiden. Aber so werde ich jetzt das Spiel einfach ein bisschen anmachen und die Zeit verstreichen lassen, während ich in Wirklichkeit was anderes mache, damit wir ein bisschen was auf die Uhr kriegen. Und eventuell kriegen wir dann unsere 6 Continues und dann machen wir nochmal einen ernsthaften Arcade-Playthrough. Und ob wir uns den Dungeon-Modus antun, ey, ich weiß es nicht. Der Card-Modus ist der Hauptmodus, den spiele ich durch. Alle anderen haben wir uns angesehen. Ich glaube, das reicht. Oder? Ich finde schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.